Eigentlich wäre Timo Rost heute als Aue-Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt nach Bayreuth. Er wurde aber im Herbst als Tabellenletzter entlassen. Pavel Dotschev hat Aue gemeinsam mit NLZ-Chef Carsten Müller vom letzten Tabellenplatz zum Klassenerhalt geführt. Knapp 3000 sind noch einmal mitgereist mit dem Ex-Zweitligisten aus dem Erzgebirge. Aue im Überfallmodus, Knesewitsch auf Stefaniak. Und der in den fränkischen Frühlingshimmel, Marvin Stefaniak, bleibt in Aue. Er könnte die Rolle des verletzten Dimitri Nazarov schlüpfen, der in der neuen Saison den Verein verlässt. Das ist Winterneuzugang Kilian Jakob. Taski macht den Ball fest. Und da ist Knesewitsch mit dem Kopfballversuch, auch er aus Bayreuth vor der Saison nach Aue gekommen. Mitte der ersten Halbzeit, Aue spielerisch überlegen, aber noch ohne Durchschlagskraft. Taski, Doppelpass mit Gorzel, Taski und da ist Omasijaric, Kolbe im Bayreuther Tor. Omasijaric bleibt in Aue höchstwahrscheinlich. Gelb dann für Majecak nach einer halben Stunde und Freistoß für Bayreuth nach dieser Aktion. Und da haben sie einen Experten, Erol Zeljnalu. Der traf auch schon für Union Berlin und für den FC Carl Zeiss Jena. Knappes Ding. 10 Minuten noch bis zur Pause. Stefaniak bietet sich immer wieder an. Schreck. Da ist wieder Jakob und Stefaniak. Bleibt stabil. Marvin Stefaniak, zweite sehr gute Aktion, der heute, wie gesagt, auf der 10 agierte. Die 39. Minute. André Barilla setzt sich durch. Heute Innenverteidiger hat Platz und sieht Stefaniak. Da ist die Führung. Alle guten Dinge sind 3 für Marvin Stefaniak. Und er freut sich richtig. 5. Saisontor, Kopfballspiel ja nicht seine große Spezialität. Und die Mitspieler sind dabei, genauso wie die 3000 mitgereisten Fans. 1:0 der Pausenstand. Die zweite Hälfte. Bayreuth wehrt sich sofort. Thurmann auf Ziereis und das Fenninger drückt den Ball zum Ausgleich über die Linie. 49. Minute, Aue gleich überrumpelt. Wie schon auswärts in Meppen und in Halle geben sie eine 1:0-Führung her. Nur eine Minute später, Ball wieder schnell weg. Knesewitsch mit dem Fehler und dann der lange Ball. Und da ist wieder Fenninger. Fenninger gegen Mennel, 2:1, gibt's doch nicht. Binnen 66 Sekunden geben die Auer die Führung ab und liegen dann zurück. Fehler auch von Barilla, der nicht in den Zweikampf kommt. Und Mennel hat dann wenig Chancen. Majecak versucht das Spiel zu beruhigen. Majecak, guter Ball auf Sijaric. Aber Schiedsrichter Jürgensen entscheidet nicht auf Elfmeter, obwohl Götz hier Sijaric zu Boden drückt. Noch ist Zeit für Aue. Aber Bayreuth kontert über den eingewechselten George. George. Und da ist das 3:1. Zeljnalu mit dem Abstauber. George war der Vorlagengeber. Das könnte die Entscheidung sein. George, ja auch Ex-Auer. Und dann erst Mennel und Zeljnalu. Schiebt ihn rein. Aber noch ist nicht Schluss. Aue kommt nochmal. Über den eingewechselten Thiel. Taski. Sehr auffällig heute. Schikocher. Und da ist wieder Taski. Der Anschluss. Und es ist noch Zeit. Aue ist wieder dran. 2:3 durch Taski. Schikocher. Mit dem tollen, der tollen Flanke und Taski per Kopf. Die Nachspielzeit. Langer Ball. Martin Mennel. 90 plus 3 sind wir schon. Stefaniak.
Anhoff. Und da ist Toski. Doch noch der Ausgleich. Mit dem letzten Schuss. Zweiter Treffer von Toski. Aue holt noch einen Punkt in Bayreuth. 3:3 der Endstand. Doch noch versöhnlicher Abschluss für die Erzgebirger und Pavel Dotschew.